Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 63 von Simutrans Kooperation. Ja, wir haben da unten 18 Millionen Miese und nicht mehr ganz viel, glaube, bis wir bankrott sind, nämlich noch 3,7. Das heißt, wir müssen mal gucken, was hier geht oder nicht geht. Welcher Zug fährt hier so? Das ist ein Zug zwischen Bremen und Hannover und das auch. Wir haben hier einen mit Post dahinter, der fährt sogar relativ viel. Wir haben letztes Mal da reingeguckt. Lass uns mal gerade gucken, dass wir hier Bremen finden. Ich glaube, das ist hier so lang. Das ist eine relativ lange Strecke, da fahren drei Züge drauf. Stellt sich nur die Frage, 118%, ich glaube nicht, dass wir da drei Züge am Ende noch brauchen. Bremerhaven, Wilhelmshaven, Wilhelmshaven über Hamburg 4, Kassel 3. Das würde bedeuten, es fahren mal gerade 118. Also ich gehe davon aus, dass wir einen ausmustern können. Und ich mach den mal nicht laden. Und wenn wir noch einen dritten Laub da drauf gehabt, haben wir letztes Mal gesagt, ne? Gucken wir mal, wo der rumschwirrt. Sag jetzt nicht, das ist die fahren alle drei nacheinander. Nein, das ist einer von den beiden anderen. Das muss der sein. Und der wartet noch auf freier Strecke. Der dritte, der schwirrt noch direkt davor rum. Das kann dann auch gar nicht gut sein, ne? Das ist der. Wo ist dann der dritte? Wo ist der dritte Zug, bitteschön? Da ist er nicht. Ist der. Wir waren noch gerade auf der Strecke und haben die komplett gesehen, oder? Einer ist hier, zweier. Ach, der fährt hier hinterher. Alles klar. Die sind alle voll, aber mehr auch nicht. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir einen davon ausmustern. Ich glaube, ich habe jetzt den hier zum Ausmustern genommen. Das wäre aber nicht der richtige, einfach aus dem Grunde, weil der einen Postanhänger hinter hat und die anderen nicht. Definitiv mustern wir diesen dann aus. Nur gucken, dass wir den nicht verpassen, wenn der leer ist. Und dann müssten wir noch gerade gucken, wer da auf der Strecke Hamburg-Bremen fährt, ne? Hamburg-Bremen. Doch, das ist richtig. Hamburg-Bremen. Da fährt nur einer. Der hat nur 46 Passagiere. Da unten war jetzt aber auch gerade nicht gerade angekündigt, dass da viele nach Hamburg wollen. Der hat auch einen Postanhänger dahinter. Dann passt das in dem Sinne. Ich glaube, wenn wir so gehen, müssten wir irgendwo bei Hamburg rauskommen. Da ist die Elbe. Ist zu weit südlich wahrscheinlich. Da ist es doch schon. Wie viele Passagiere warten denn hier? 248 fahren da nach Bremen. 151 nach Kühl, nach Kiel, Lübeck, Bremen 22. Es sind also 270. Und der Zug, der da drauf fährt, hat eine Kapazität von 180. Da wäre einer zu wenig in dem Sinne. Das würde ja bedeuten, dass man den, wenn der aus Hannover kommt, lass den mal weiterfahren und den machen wir nachher auf die Hamburger Linie mit drauf. Das sollte vielleicht noch fruchten. Gut, dann haben wir das geklärt. So, hier oben ist noch ganz viel rot. Und warum ist Dortmund Zeche Hamm KKW rot? Der ist gerade auf dem Rückweg. Das passt ja dann. Und der ist auf dem Hinweg mit 120 Tonnen. Fährt 19.000 ein. Der hat 20.000 und das ist trotz alledem rot. Und der 40.000. Warum ist diese Linie rot markiert? Eigenartig, oder? Das sind die drei Kohlezüge. Der ist jetzt gerade in Hamm. Was macht das Kraftwerk denn leistungstechnisch gerade aus? Ist da Kohle drin? Ja, und wird aber aufgebraucht. Das passt also von... Der läuft nicht leer, denke ich mal. Aber er läuft auch nicht voll. Das ist also die ideale Kombination da.
Warum die Linie jetzt aber rot angezeigt wird, ist mir schleierhaft. Eigentlich sollte diese Geschichte doch plus fahren, oder? Steht hier auch drei Fahrzeuge und macht Gewinn. Ist das noch nicht genullt irgendwie oder sowas? Doch, eigentlich schon. Verstehe ich jetzt nicht. Gut, egal. Wir gucken uns die nächsten Linien an. Da oben sind schwarz. Das ist einfach. Aschaffenburg-Würzburg haben wir auch erst relativ neu gemacht. Diese Linie hier fährt noch eine Saxonia drauf. Zwischen Aachen. Aachen hat 12 Passagiere, würde also 25 Passagiere, reicht definitiv die kleine Saxonia, weil die fährt nur mit 80 Passagieren durch die Gegend. Wäre da nicht das Problem. Mach den mal gerade zu. Ne, das war jetzt eine doofe Idee, den zuzumachen. Den lassen wir offen. Was ist mit Bonn? Oh, Bonn hat viele Passagiere. Die wollen alle nach Koblenz. Aber das ist eine andere Richtung. Das ist ja hier, ist ja Aachen und da ist Köln. Wir wollen denn von hier aus nach Aachen. 21, so reicht die Saxonia in dem Sinne. Nach Krefeld 3 würde dann auch reichen. Köln steht da gar nicht drin, oder? Da unten zwei Sack Post nach Köln. 35, Krefeld. Also die Linie ist die einzige, wo ich sage, die kann jetzt erstmal so bleiben. Hier haben wir Cottbus. 48 Passagiere in Cottbus stehend. Auf dem Berliner Bahnhof stehen 210. Und wie war die Linie? Cottbus-Dresden. Cottbus 7. Dresden ganz unten, also der fährt so wenig ein, weil da keiner ist, der da fahren könnte. Okay. Bonn, Köln, Krefeld haben wir da noch. Das ist diese kleine Lok, die ist auch nicht voll. Ich glaube, die lassen wir auch noch tuckern. Ich fährt minus ein wegen fehlenden Passagieren wahrscheinlich dann, ne? Also in Köln, die passen alle rein. Und das ist eine andere Strecke. Die passen da auch alle rein. Krefeld 35 und sind es da unten noch drei von Krefeld. Das wäre alles okay. Und in Krefeld geht's Richtung Bonn. Ja, da sind reichlich. Da reicht der Zug mit 80 eigentlich gar nicht aus. Ja. Aber das ist ja... Ne, 270 fährt da schon auf der Linie. Okay, dann reicht das ja. Lass das mal. Gut, den lassen wir so fahren. Das ist kurze Strecke, das ist eine langsame, eine längere Strecke mit zwei Bahnhöfen, ist aber hier, passen alle rein in Jena, in Chemnitz. Da müssen wir gucken, das war das Jena, Chemnitz, Erfurt oder wie hieß die Strecke? Ja. Nach Jena 49 passen rein in so einen Zug. Wo ist Erfurt? Da über Erfurt 45. Ne, das wäre glaube ich hier jetzt auch nicht das Problem. Richtung Nürnberg ist da eher das Problem. Das ist diese Strecke, ne? Was machen die drei Züge denn? Alle plus 30.000. Da ist auch ein Postanhänger dran. Ich glaube, der ist kurz vor Chemnitz, der zweite dann. Und der ist schon auf dem Rückweg. Wo wollen die denn in Nürnberg alle hin? 500 nach Chemnitz, das würde bedeuten, da kann noch ein Zug rein theoretisch drauf, ne? Er fährt Höchstgeschwindigkeit 50 km/h, weil die Anhänger wahrscheinlich nicht schneller sind. Genauso ist es.
Einer mehr sind es dann 49, wenn nicht voll geladen. 44. Starte den mal so. Mach noch keinen Fahrplan voran, ja. Chemnitz, Nürnberg. Und jetzt starten, bitte. Lass den mal gleich beobachten hier, was der so macht. Ne, Fahrplan ändern wir gerade. Der soll mal erst in Nürnberg starten. Das ist nebenan. Okay. Der ist zwar veraltet, der reicht dafür, hat man gesagt. Den kann ich auch dann zumachen, weil er schwarze Zahlen fährt. Nürnberg Rathaus kommt gerade einer an und holt da wieder was ab. Gut. Düsseldorf, Krefeld, Hagen. Das ist auch noch... Ne, ist noch nicht mal ein kleiner Zug ausgemustert werden. Müsste er 270. Und Düsseldorf hat gerade mal 18 Passagiere. Hagen hat natürlich reichlich. 74 nach Krefeld, das ist alles okay. Frankfurt, Dortmund, das ist nicht die Route. Über Essen, Essen, über Krefeld 25, der passt. Der kann da in der Hinsicht bleiben drauf. Krefeld hatten wir dann, glaube ich, noch nicht, ne? Ja, über Bonn, über Hagen. Geht. Darmstadt, Heilbronn, Stuttgart. Der kann 270. Fährt voll die Miesen ein. Ja, Stuttgart. Heilbronn 66, Darmstadt 52. Würden alle reinpassen, ne? In dem Sinne. Heilbronn warten wir gerade 11. Darmstadt 33, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Blöd ist nur, dass der Minus einfährt und aus dem einfachen Grund steigt er keine zu, weil er zu selten fährt, wahrscheinlich, gehe ich von aus, oder? Jetzt hat einer das Depot erreicht. Kassel-Würzburg. Okay, warum haben wir den da reingefahren? Wahrscheinlich, weil da ein Postanhänger hinter fehlt, ne? Das lassen wir mal so. Sollen wir den wieder starten lassen? Ich weiß es nämlich nicht mehr, warum der da unterwegs war. Kassel-Würzburg. Ein bisschen tiefer, da ist er. Der ist im Depot und der hat auch Post geladen. Nee, dann war der gar nicht dafür geplant hier. Oh Mann, ey. Was machen wir mit dem? Ich glaube, wir mustern den aus dann, ne? Kaufen. Der steht da noch rum. Was ist denn mit Kassel-Würzburg und personalmäßig hier? Ich glaube, da brauchen wir auch keinen zweiten Zug zur Zeit. Das lassen wir so. Ich glaube, wenn er da steht, kostet er uns kein Geld, oder? Lassen stehen. Passt. Wo ist der Zug? So, der fährt jetzt nach Bremen. Der soll aber fahrplantechnisch nicht nach Hannover, sondern da. Und Bremen wäre richtig. So soll er fahren. Kann er seine Passagiere behalten und fährt dann nach Hamburg weiter. Der war jetzt neu, glaube ich. Fährt jetzt miese ein, den müssen wir auf jeden Fall beobachten, weil dann wissen wir das mit der Strecke, ob das passt, ne? Hier der rasende Elias hier. Museumszug fährt plus ein, alles klar. Hier wird auch plus gefahren.
Bremen, Hannover. Bremen, Hamburg ist da. Das ist, glaube ich, immer noch verkehrt, oder? Ah, da steckt einer fest. Wo steckt der denn bitte schön fest? Ja, super. Halt mal gerade an, das wird uns zu teuer, wenn das jetzt hier nicht klappt. Der fährt nicht bis da vor. Aber da muss ja noch weiter vorne auch noch was feststecken. Na super, diese Kreuzung hat es mir angetan. Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal, ne? Ich glaube, der möchte hier nach Süden fahren. Ich glaube, der machen wir den Fahrplan nochmal nach Ingolstadt. Vielleicht kriegen wir dann den Knoten raus. Und hier müssen wir irgendwas ändern. Also geht's los mit. Ist das so richtig? Gute Frage, ne? Ich glaube, das muss so. Oh, super, das sollte da so. Das hat er gut gemacht jetzt, aber das ist noch nicht mal schlimm, sehe ich gerade, weil das passt dann. Ich glaube, das muss nach da. Hier machen wir ein Signal nach dahin. Es kommt schon der nächste, der da nicht lang fahren kann, ne? Wenn der jetzt hier links lang fährt, dann haben wir ein Problem. Aber der fährt da oben lang, dann ist alles okay schon mal in der Hinsicht. Und die Verbindung von hier nach da können wir schon lösen. Nein, leider nicht. Machen wir gerade schneller, dass es hier sich. Ich glaube, wir müssen dann da oben lang. So, der muss da rüber. So, und hier muss eine Brücke nach bis nach da. Wenn der Zug da gleich weg ist, kriegen wir das auch hin. Kann ich da schon was wegreißen davor? Ich glaube ja, oder? Hier geht doch schon weg, oder? So, der tuckert jetzt da lang und ist weg. So, und der nach da muss auch weg. Und der nach da muss auch weg. Und jetzt muss da eine Brücke hin. Diese machen wir da mal hin. Gut. So, das sollte funktionieren. Von da kann man nach da fahren, aber von hier kann man nicht nach da fahren. Das würde hier lang gehen dann und dann da rumfahren. Das könnte dann auch noch sich schwierig gestalten, ne? Ah, ich sehe schon was. Da muss schnell das Signal weg, sonst kann er da gar nicht lang fahren. Dann meckert er gleich. So, das weg. Und dann können wir eigentlich das Signal hier hinstellen, ne?
das kann da weg. Fahren die bis dahin vor. Die von Süden kommen, fahren bis hierhin vor. Ich glaube, das könnte jetzt klappen. Und da muss aber ein Auswahlsignal hin, fällt mir gerade so auf, ne? Ich glaube so. Da steht noch ein Signal, das kann auch weg. So, ich glaube, das ist da erledigt. Da steckt keiner mehr fest. Da sind keine mehr, die feststecken. Das waren alle die wahrscheinlich. Gut. Da haben wir Aachen Rathaus. Das können wir zumachen. Das hat sich erledigt. Hannover, Hamburg. Da ist ein alter Zug drauf. Das ist jetzt interessanterweise nicht mehr rot. Den können wir fahren lassen, denke ich. Wer ist das? Ingolstadt Landshut. Das ist noch immer nicht austariert, die Strecke. Der hier. Warte mal, wir müssen mal gerade hier machen, bevor wir da irgendwo falsch klicken und nachher was kaputt haben, ne? Warum hat der da auch gerade so einen Sprung gemacht, hä? Eigenartig. So, er ist auf der Reise nach Hamburg-Rathaus, dann war er schon in Bremen, dann passt das ja. Und der fährt plus ein, oder? So, wir haben in dieser Folge gerade mal 800.000 minus gemacht, ungefähr, glaube. Und, ja, hoch geht das da zwar, aber hier nicht so wirklich, oder? 185.000. Der fährt passend, lassen wir so. 1470. Das war der neue Zug, der nach Chemnitz gerade fährt. Und wo ist der? Ja, auf halbem Weg erst, ne? Ja, das dauert noch eine Weile, bis der da ist. Das ist hier der zweite von Hamburg. Nach Bremen fährt er. Er fährt jetzt nach Hamburg. Ja. Statistik mal gerade, bitte. Sieht nicht so aus, als ob der Plus einfährt weiter. Dann ist der Monat zu Ende jetzt. 4625. Wie sieht es hier dann aus mit Monats? Ja, ganz unten. Schaffen wir auch nicht wieder hoch. Der erste, ach, war schon da. 223.000 miese. Schwierig, schwierig, ne? In die Instandhaltung holen wir nicht raus, ne? Da fehlen uns schon 8.000. Ja, der hatte da jetzt so und jetzt fährt er hier minus erstmal ein, ne? Ist klar. Ja. Aber ich denke, da müssen wir schon wieder unterbrechen. Folge ist schon wieder voll. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.